drei der zentralen Erkenntnisse sind, dass zum Ersten in der Schweiz viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Kommunikation in die Gesellschaft rein wichtig finden, aber viel weniger von ihnen das tatsächlich tun, weil die Anreize fehlen, weil Belohnungssysteme fehlen und so weiter. Da können wir besser werden. Ein zweiter Befund ist, dass Wissenschaftsjournalismus in der Schweiz, auch in anderen Ländern, in einer Krise steckt. Finanzierungen brechen weg. Es gibt weniger Wissenschaftsjournalistinnen und Journalisten. Es gibt weniger Medien, denen Wissenschaftsredaktionen existieren. Da muss man etwas tun. Und dritter Punkt, wir sehen eine starke Professionalisierung von institutioneller Wissenschaftskommunikation, also von Organisationen, von Hochschulen, von Universitäten, von Fachhochschulen, die nach außen kommunizieren und dabei zum Teil auch sowas wie Image- und Reputationsbildung betreiben.